Ja, schönen guten Tag aus der Schollenbergischen Weinhandlung. Grüßen die beiden Missionare des guten Geschmacks an der Kamera, Kamerakind Nerfbert und an der Flasche Captain Backenbart Schollenberger. So, wie unschwer zu erkennen ist, geht es heute um das Thema Likör, Eierlikör. Unsere Tante Trude hat Nachwuchs bekommen. Bisher gibt es aus der Serie Tante Trude zwei Qualitäten. Es gibt einmal den Eiernuss auf Basis eines Haselnussgeistes und es gibt unseren Eierkirsch auf Basis eines Schwarzwälder Kirschbrandes. Ganz neu ins Rennen schicken wir jetzt Captain Trude und Captain Trude greift natürlich die maritimen Traditionen unserer Heimat auf und hier handelt es sich um einen Eierlikör auf Rumbasis. Also ist ein deutsches Destillat, also ein deutscher Rum. Und das Ganze läuft dann unter dem Titel Captain Trude. Und zwar wichtig, dass wir so diese typischen Rumnoten einfangen und den sozusagen noch vor Ostern ins Rennen schicken. Und diese Qualität rundet dann das Tante Trude Sortiment ab und ist dann vielleicht auch ein schönes Ostergeschenk für den einen oder anderen Rumliebhaber. Also schöne einladende Nase. Weich. Also mir kommt da irgendwas von Vanillepudding entgegen. Dann so unterschwellig so ein bisschen rum. Aber tatsächlich, das ist Omas Vanillepudding. Von der Textur und Viskosität her sehr schön, so dass man auch ganz entspannt aus der Flasche rausbekommt. Und am Gaumen macht er auch Spaß, also der flutscht, der ist lecker. Ja, den schicken wir jetzt ins Rennen. Ostern steht vor der Tür. Wie gesagt, wer noch ein Geschenk braucht für den Rumliebhaber, Eierlikör ist gerade schwer im Mode. Gerade Premium-Eierlikör erfreut sich große Beliebtheit und deshalb haben wir gesagt, wir müssen vor Ostern noch unseren Captain Trude ins Rennen schicken. Wer ein paar Fläschchen davon braucht, der ist natürlich herzlich willkommen in den Schollenbergischen Weinhandlungen, in Bad Doberan oder auch gerne in Rostock. Wer etwas weiter weg wohnt, der wendet sich an den Spirituosenhändler des Vertrauens. Bei dem einen oder anderen befreundeten Händler gibt es Tante Trude auch schon im Sortiment. Wenn es Tante Trude noch nicht geben sollte, dann einfach mal fragen. Der freundliche Händler vor Ort kann die Produkte bestimmt besorgen. Und ansonsten gibt es weitere Informationen auf www.weinhandlung-schollenberger.de. Wir sagen Tschüss aus Rostock, freuen uns auf euren nächsten Besuch und machen Winke-Winke.